Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich muss sagen, ich habe gar keine Lust auf dieses Video, weil es einfach absoluter Kindergarten ist und es tut mir wirklich leid, dass ich irgendwann, ich sag mal, dazu gezwungen werde, dieses Video zu machen, weil Igor Slap mir einfach keine andere Wahl lässt, wenn ständig irgendwelche dämlichen Kommentare kommen. Ja, ich kann es einfach nicht mehr hinnehmen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das jetzt ein Jahr lang ertragen, aber irgendwo muss man dann auch einfach mal die Grenze ziehen. Ich habe es im Livestream schon mal kurz angesprochen. Es gibt da Differenzen zwischen ihm und mir, wobei ich da eher sagen muss, oder es gibt wirklich nur Differenzen zwischen ihm und mir. Bei mich persönlich interessiert es kein Stück. Ich habe auf persönlicher Ebene kein Problem mit ihm. Ich weiß nicht, was er für ein Problem mit mir hat. Ist mir am Ende auch egal. Ich mache mein eigenes Ding auf YouTube. Ich mache die Videos, auf die ich Bock habe. YouTube-Videos, die mir Spaß machen, was andere machen auf YouTube, das interessiert mich nicht. Also jeder, der auf YouTube unterwegs ist und Follower hat und eine gewisse Anzahl an Klicks hat und die Zuschauer sind begeistert und haben Spaß dabei, jeder YouTuber hat eine Daseinsberechtigung. Das mag noch so schlechter Content sein in den Augen mancher Leute, aber wenn andere Leute daran Spaß haben, das anzuschauen, dann hat man meiner Meinung nach eine Daseinsberechtigung. Und es ist egal, in welcher Hinsicht. Ob das jetzt ein Hardware-YouTuber ist, ob das jemand ist, der gerne kocht, ob das jemand ist, der heimwerkt oder ob das jemand ist, der gerne seinen Traktor vorstellt, spielt keine Rolle. Wenn es jemand gibt, der sich das Video gerne anschaut und dabei Spaß hat, dann hat der Kanal meiner Meinung nach eine Daseinsberechtigung. Und das ist sowohl aus meiner Sicht für mich der Fall als auch für ihn. Er macht ja technisch unheimlich gute Videos. Er stellt technisch viele Sachen deutlich besser dar als ich. Das muss man einfach sagen. An dieser Stelle würde ich auch sagen, lasst gerne bei Igor mal ein Abo da. Und abonniert ihn, weil er macht wirklich technisch gesehen gute Videos. Was er persönlich für ein Problem hat, werden wir jetzt an dieser Stelle mal aufarbeiten. Kurz, es ging gestern im Video um die 6800 XT. Ich habe gesagt, wir haben aktuell das Problem, dass wir hier ein BIOS-Limit haben von 2800 MHz. Schaut euch zum Beispiel mal das aktuelle Video von Jace Two Cents an. Da seht ihr das auch im Treiber, da seht ihr das unabhängig von mir. Er kann hier den Regler nicht über 2800 MHz ziehen. Da ist einfach ein Limit gesetzt vom BIOS und das Limit kann man so einfach auch nicht aushebeln. Ich habe da alles versucht, auch mit internen Tools, die ich eigentlich gar nicht haben sollte. Und selbst mit diesen hat es nicht funktioniert. Ich habe logischerweise AMD schon geschrieben, weil ich auch gesagt habe, ey AMD, ihr habt ja die Möglichkeit, Weltrekorde zu haben, wenn ihr das wollt, aber ihr müsst eben euer BIOS freischalten. Igor hat dann zum Beispiel auf Kommentare bei seinem Kanal darauf geantwortet. Also da wird er oben gefragt nach mir, da steht der Bauer, meinte die Karten seien bei 2800 MHz gezielt beschränkt worden. Weißt du etwas darüber? Er erzählt einiges, vor allem wenn andere vorher schon über das Thema geschrieben haben. Ich meine, wenn du über das Thema geschrieben hast, ist ja okay. Ist ja nicht so, als würde ich jedes YouTube-Video, das existiert, bei YouTube lesen und jeden Artikel lesen, der existiert. Es ist ja wohl klar, dass wenn es um technische Dinge gibt, dass auch Dinge doppelt reported werden. Aber mir zu unterstellen, ich würde quasi deinen Content irgendwie einfach nur nachlabern, ist halt einfach nur Quatsch. Und dann schreibt er, die Treiber sind extrem restriktiv, bla 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 bla. Man braucht mehr Spannung, steht unten drunter und dann gibt es unten nochmal eine Antwort. Mich ärgert es nur, ihn ständig vorgehalten zu bekommen, obwohl das mit den 2,8 Gigahertz so nicht stimmen dürfte. Es ist eine Spannungskappung drin. Da würde ich sagen, Spannungskappung, schauen wir doch einfach mal an, wie das bei mir auf dem System so aussieht. Und hier seht ihr jetzt, da kann ich mal Licht anmachen, sieht man es vielleicht noch ein bisschen besser. 1,2 Volt knapp sind jetzt bei der GPU anliegend, also 1,15 ist ja maximal Standard. Ihr seht, das ist gemessen von dem Kabel hinten, was zur Grafikkarte geht, das, was wir im letzten Video als Mod gemacht haben. Und ihr seht auch hier läuft 3D Mark Times by Extreme Looped Test, also da ist auch wirklich Last drauf. Ich kann das jetzt auch nochmal, da stelle ich kurz meine Kamera für ab, kann ich das auch nochmal ein bisschen anheben, dann seht ihr, dass es auch wirklich dynamisch veränderbar ist. Dann packen wir da jetzt nochmal einen kleinen Offset oben drauf. Ja, wie ihr gesehen habt, jetzt haben wir nochmal 50 mV oben drauf, also die 1,15 Volt sind bei weitem nicht das Limit. Ich habe auch schon bis 1,35 Volt getestet, aber da wird die GPU mit Luftkühlung natürlich deutlich zu warm. Aber wie ihr seht, die Spannung alleine zu verändern ist auf jeden Fall gar kein Problem. Das hilft mir aber wie gesagt nicht. Diese 2800 MHz, die hier als Limit sind, und ich kann euch das jetzt gleich mal einblenden von Jace Two Cents, der hat es im aktuellen Video auch gesehen, dass du im Treiber auch nicht höher kannst als 2800 MHz. Das ist bei mir das gleiche Spiel. Ist egal welches Tool, welcher Treiber es ist, limitiert. Also wie ihr seht, Spannung ist definitiv nicht das Problem. Wie gesagt, ich habe bis zu 1,35 Volt probiert. Geht problemlos für mich, das einzustellen. Dazu hat man eben das LMO-EVC. Über I²C können wir beim Controller alles einstellen. Ändert aber nicht, dass uns das BIOS das nicht zulässt übrigens. Patrick
oder Patrick, ich weiß gar nicht, ob es ein Deutscher ist. Auf jeden Fall hat er bei Twitter gepostet. Hier, das linke ich euch sehr gerne mit rein. Der hat bestätigt, 6800 XT hat ein Limit bei 2800 MHz und die 6900 XT interessanterweise bei 3000 MHz. Also dann schon wieder direkt hinzustellen, als würde ich nur Quatsch erzählen, ist halt einfach nur falsch. Und es ist wirklich so, das Video ist einfach, es ist einfach nur unangenehm, aber es fällt halt vielen Leuten auf, wie hier in dem Kommentar zum Beispiel, woher kommt diese Negativität gegenüber der Bauer, ist mir schon einige Male in deinen Kommentaren bzw. deinen Antworten aufgefallen. Viele schreiben drunter, es ist einfach nur peinlich von Igor. Er sieht der Bauer als Marketinghure, klar mag stimmen, aber mit 60 Jahren sollte man drüber stehen, Marketinghure. Damit kann ich mich sogar noch identifizieren, weil ich mache tatsächlich sehr, sehr viel Werbung. Und das mache ich auch ganz offen. Ihr seht das ja auf meinem Kanal, das ist kein Geheimnis. In fast jedem Video, in so einem Video natürlich jetzt nicht, habe ich Pre-Roll-Werbung drin und damit finanziere ich diesen Kanal. Und weil ich das ganz offen kommuniziere, sehe ich da drin auch gar kein Problem. Ihr wisst ganz genau, was ich mache. Ihr wisst, ich bin bei CaseGang angestellt. Ihr wisst, ich habe einen Teil von Thermal Grizzly und so weiter. Ich mache daraus nie ein Geheimnis. Und wenn man weiß, was Werbung ist und was ein normales Video ist, dann sehe ich darin auch gar kein Problem, weil ich mache das meiner Meinung nach relativ transparent. Und Igor stellt sich ja immer hin und sagt, alles klar, ich mache gar keine Werbung. Bei mir ist alles Fakten statt Fake, sagt er immer. Bei mir gibt es keine bezahlten Sachen, bla bla bla. Und an diesem Punkt haken wir nochmal ein, weil das ist nämlich auch was ganz Interessantes. Z490 Launch dieses Jahr im Sommer habe ich ein Placement von Gigabyte im Video gehabt. Da wurde ich gebeten, dann das Mainboard ein bisschen detaillierter vorzustellen und im Video Logos einzublenden. Da haben wir ein Aorus-Logo, das seht ihr hier auch in dem Briefing drin. Da steht es genau drin, was ich dafür machen soll in diesem Placement. Da seht ihr dann bitte in diesem Video eben Aorus-Logo, Gigabyte-Logo und hier die Intel-Logos mit einblenden. Und unten in die Kommentarbox dann eben noch die Links reinpacken von Gigabyte und dann gibt es dafür eben Geld. Das, wie gesagt, ich mache daraus kein Geheimnis. Und ja, schauen wir uns doch mal hier dieses Video von Igor an. Ich linke das auch gerne in die Beschreibung, falls ihr es nachschauen wollt. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, was er für einen Werbedeal hat. Das weiß ich nicht, weil ich habe keine Einsicht darin und selbst wenn ich bei Gigabyte anfragen würde, was ich natürlich nicht machen möchte, weil ich niemand anderen damit reinziehen möchte, das halte ich einfach nicht für fair, würden die mir die Auskunft wahrscheinlich nicht geben. Und alles, was ich sagen kann, ist, es ist schon sehr verrückt, dass in der Beschreibung auch solche Links drin sind und ganz plötzlich sind auch diese Aorus und Gigabyte und Intel-Logos mit drin. Ich meine, keiner kommt auf die Idee und zieht die sich bei Google und blendet die aus gutem Willen einfach mal in ein Video ein. Das würde niemand machen. So lasse ich das jetzt einfach mal stehen. So viel zu, ich mache keine Werbung. Ja, ich mache es, aber ich sage es wenigstens ganz offen. Und noch so ein Thema, im April dieses Jahr wurde ich von der Firma angerufen, die haben gesagt, ey, Roman, hast du nicht Bock auf Minecraft RTX? Also so ein Nvidia RTX Placement quasi, um Minecraft zu zeigen. Da habe ich gesagt, interessant. Die hätten mir übrigens 1000 Euro dafür gezahlt, kann ich ganz offen sagen. Habe ich aber gesagt, ist für meinen Kanal einfach nichts. Ich weiß nicht, wie ich das in ein Video integrieren sollte, dass es für euch Zuschauer irgendwie ein Mehrwert wäre. Deswegen habe ich das abgelehnt. Deswegen habe ich gesagt, ist für meinen Kanal nichts. Auch wenn ich dafür 1000 Euro hätte kassieren können, habe ich gelassen. Ja, Mitte April, was ist plötzlich bei Igos Kanal online? Ein Minecraft RTX Placement. Also ich würde mal sagen, ist das ein Placement? Ich kann es ja nicht sicher sagen, aber es ist schon ein ganz krasser Zufall, dass zwei Wochen später bei ihm auf dem Kanal so ein Video online kommt. Kann man... Ja, aber gehen wir nochmal kurz so ein bisschen auf seine und meine Geschichte ein, dass es so ein bisschen den Hintergrund zu diesen ganzen Sachen vielleicht noch ein bisschen bekommt. Das erste Mal, wo ich so richtig aneinander geraten bin mit Igor, beziehungsweise er hat versucht, an mich aneinander zu geraten, weil ich war in diesem Monolog eigentlich nicht Teil. Das war beim X299 VRM Desaster. Ich glaube, das war 2016, ich müsste jetzt nachschauen. Aber eben da, als ich gezeigt habe, dass bei extrem hoher Auslastung und keinem Luftzug über die Spannungswander, dass bei X299 das ein Riesenproblem ist. Das habe ich gemacht, weil ich in der Vergangenheit das an die Hersteller mehrfach reported habe. Es ist nichts passiert. Irgendwann habe ich ein YouTube-Video draus gemacht und das Ganze ist ein bisschen explodiert. Und Igor's Lab hat dann eben bei Computerbase extrem gegen mich, sage ich mal, gehatet. Und das hat solche Ausmaße angenommen, dass irgendwann Computerbase da auch aufgeräumt hat. Ich weiß gar nicht mehr, ob sie ihn tatsächlich dafür aus dem Forum gebannt haben. Aber die haben dann irgendwann der Diskussion auch einen Riegel vorgeschoben. Das war richtig krass. Mir wurde dann zum Beispiel vorgeworfen von Igor, was ich bis heute nicht verstehe, wie ich mich hinstellen könnte als Overclocker, der ja gratis CPUs und Mainboards bekommt, in einem YouTube-Video dann sowas zu sagen und quasi die Mainboard-Hersteller so in den Abgrund zu werfen. Ja, das wurde mir dann vorgeworfen, wo ich sagen muss, nur weil ich was gratis bekomme,
heißt das nicht, dass ich meine Meinung nicht sagen darf. Das wäre ja, das würde ja allem entbehren, was wir hier auf YouTube machen als Reviewer. Oder ich will mich jetzt nicht als Journalist darstellen, weil dafür mache ich zu viel Werbung. Das ist nicht der richtige Begriff. Aber ich darf trotzdem meine Meinung sagen und da kann mich einfach keiner von abhalten. Und er hatte aber anscheinend schon zu diesem Zeitpunkt irgendwie ein Problem mit mir. Woher das kommt, ich kann es euch wie gesagt nicht beantworten. Dann war es 2017, da ist Tom's Hardware so ein bisschen zerfallen. Igor's Lab war vorher ein Redakteur für Tom's Hardware. Und irgendwann gab es ja da so diesen Tom's Hardware-Skandal. Dann gab es Tom's Hardware Deutschland nicht mehr, was er vorher geleitet hat. Und natürlich mit Tom's Hardware, das war eine riesen Website, hatte er auch eine enorme Macht am Markt, sage ich mal. Ne? Und wenn das plötzlich wegfällt, ist natürlich für ihn so auch die Frage, was mache ich jetzt beruflich? Und hat sich dann logischerweise auch neu orientiert. Und ich weiß auch, dass er sich zum Beispiel bei Case King beworben hat. Als, ich weiß nicht genau, Hardware-Redakteur oder sowas. Und ich wurde da auch nach meiner Meinung gefragt, ob Igor das weiß oder nicht. Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich weiß er es nicht. Spielt aber eigentlich auch gar keine Rolle. Ich habe damals gesagt, ich sehe nicht, was wir als Case King ihm für einen Platz bieten sollten, weil es einfach zu diesem Zeitpunkt so ist, du kannst als Shop keine unabhängigen Reviews veröffentlichen, so wie er das immer macht. Also ich meine, er testet ja alles unfassbar genau aufs letzte Detail und kreidet ja auch an, wenn Dinge falsch sind. Das kannst du als Shop eben nicht machen und deswegen haben wir halt gesagt, nee, da haben wir einfach keinen Platz für dich. Und unter diesem Aspekt, letztes Jahr gab es von meiner Seite aus das große Drama um den AMD CPU Boost. Aus meiner Sicht muss ich halt auch immer noch sagen, es war gerechtfertigt, der Boost wurde nicht erreicht. Wir haben viele Videos gemacht und nachgebessert wurde und danach war ja alles tippitoppi, ja? Hat mich ja auch gefreut. Aber und hier zum Beispiel gibt es dann wieder einen Kommentar, das war zur gleichen Zeit, wie gesagt, vor einem Jahr. Da ging es darum, dass ich bei einem Spannungswandlertest bei MSI Boards die schlechtesten Spannungswandler habe. Und dann schreibt Igor, hat es ja, nur muss ich nicht für meinen Arbeitgeber dessen Mainboard-Partner Asus viral bewerben. Du wirst sicher gesehen haben, dass mein Fazit ähnlich ausfällt, ich aber die Kirche im Dorf lasse und zwar mit Belegen. Real World, okay, ich verkaufe ja auch keine Mainboards. Ich meine, was juckt's mich, was Asus für Mainboards verkauft? Mich juckt's auch kein Stück, ob Case King das eine Produkt mehr oder weniger verkauft. Das ist mir komplett egal. Interessiert mich nicht, weil ich persönlich nirgends dran verdiene. Ich sage das auch nochmal ganz klar, ich habe das schon oft gesagt. Egal, was ihr von mir kauft, ist es ein Dell DiMate, ist es eine CPU, was auch immer, ich verdiene daran keinen einzelnen Cent. Und das meine ich hundertprozentig ernst. Auch das Lian-Li-Gehäuse, da ist mein Logo drin. Ich habe zu Lian-Li gesagt, wir haben eine Partnerschaft, wir haben das Logo gemacht, wir haben das Gehäuse gemacht, das ist cool. Packt mein Logo rein, ich nehme dafür keinen Cent. Und das mache ich, weil ich nicht befangen sein möchte. Ihr könnt auch gerne bei Lian-Li anfragen, die werden euch das mit Sicherheit auch offiziell bestätigen. Zur Not gibt es auch Bestätigungen von Case King. Es gibt bei mir, egal was ich mache, ich habe keine Anteile an irgendwas von Produkten, wo mein Name draufsteht. Ich mache solche Deals nicht, weil ich immer in der Lage sein möchte, den Stecker zu ziehen, wenn es mir gerade passt. Wenn ich nämlich weiß, irgendwas in der Firma passt mir nicht oder sowas, ziehe ich den Stecker und sage, ich bin nicht befangen, interessiert mich nicht, ich kriege dafür kein Geld, ist mir komplett egal. Weil ich finanziell nicht darauf angewiesen bin. Ich bin auch auf YouTube nicht finanziell angewiesen. Das hört sich jetzt vielleicht hochnäsig an oder sowas, aber es ist nun mal Fakt. Ich habe andere Dinge in meinem Leben schon erreicht, wodurch ich genug Geld verdient habe, dass es mir egal sein kann. Und deswegen mache ich sowas einfach nicht, weil ich es nicht nötig habe. Es interessiert mich einfach nicht finanziell gesehen. Ohne um jetzt nochmal zu Igors Kommentar zurückzukommen. Wenn man preselektierte CPUs verkauft und für einen Shop arbeitet, hat man andere Prämissen. Was mir übel aufgestoßen ist, war ein Video über die fehlenden Boost-Taktraten bei Ryzen und ein paar Tage später gibt es zufällig dann handselektierte Exemplare für extra Geld von ihm. Ein Schelm. Und das ist halt einfach, das sind Unterstellungen, da fällt mir nichts zu ein. Mir zu unterstellen, ich würde ein AMD Boost Video machen, um preselected CPUs bei Case King besser zu verkaufen, ist eine absolute Frechheit und es ist grenzt an Rufschädigung und sowas kann man einfach nicht stehen lassen. Wie gesagt, ich habe das ein Jahr ignoriert, aber irgendwann muss man halt auch einfach mal sagen, es reicht, weil es halt einfach nicht der Wahrheit entspricht. Und nachdem man sich für einen Shop beworben hat und offensichtlich dort arbeiten wollte, dann öffentlich so zu bashen, hat für mich auch so einen faden Beigeschmack, muss ich sagen. Vielleicht möchte man sich da eher rächen. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Nach dieser Geschichte habe ich dann Igor bei Facebook angeschrieben und habe gesagt, ey, was ist eigentlich dein Problem mit mir? Sprich doch einfach mit mir, wenn du mit mir ein Problem hast. Ist ja nicht so, als wären wir hier auf Facebook befreundet, als hätten wir uns schon bei zig Messen mal persönlich getroffen. Wenn du ein Problem hast, rede mit mir. Dann haben wir telefoniert. Das Telefonat war sehr, sehr interessant, das war vor einem Jahr. Da habe ich ihn gefragt, was so sein Problem ist. Dann kam unter anderem die X299-Thematik auf. Es kam aber unter anderem auch auf, dass er ein extremes Problem damit hat, dass ich Videos mit Mary hier bei YouTube mache. Wo ich mich frage,
warum zum Teufel? Mary schneidet seit Jahren meine Videos und sie macht es unfassbar gut. Sie verdient dafür absoluten Respekt, weil ich kann samstagabends sie anrufen um 11 und sagen, ey, ich brauche für morgen früh ein Video, kannst du das heute Nacht noch schneiden? Und sie macht es. Und deswegen ist auch der YouTube-Output auf diesem Kanal immer so stetig und hoch, weil ich immer auf sie zählen kann und weil sie einen unfassbar guten Job macht bei dem, was sie tut. Und wenn sie halt sich auch für die Thematik interessiert und sagt, ey, können wir mal wieder ein Video zusammen machen, ich hätte mal wieder Bock, dies und dies zu machen oder einen PC zu bauen, wem schaden wir damit? Warum sagt er, es stößt ihm übel auf oder er nimmt mir das übel, mit ihr Videos zu machen? Wenn er ein Problem damit hat, was sie für einen Beruf ausübt, wenn er ein Problem damit hat, dass sie Erotikdarstellerin ist, dann muss ich einfach sagen, wir leben im Jahr 2020, wenn du nicht tolerant genug dafür bist, dann ist es nicht mein Problem. Aber wer solche Aussagen trifft... Wenn man es richtig verschraubt, da hat wahrscheinlich die kleine Mitarbeiterin am Fließband einen schlechten Tag gehabt oder der Freund ist weggelaufen oder was auch immer. Vielleicht hat sie die Tage gehabt. Ich weiß es nicht. Da wundert mich ehrlich gesagt in dieser Hinsicht auch nichts mehr. Und dann wurde zum Beispiel auch gesagt, dass viele andere Hersteller sich von mir abwenden würden, weil es geht ja gar nicht, dass ich mit so einer Branche was zu tun habe. Zum Beispiel hier, Asus lädt uns auf die ROG-Convention ein, Mary und mich. Klar, Asus hat mit Sicherheit ein Riesenproblem damit. Gigabyte schickt mir einen Monitor und sagt, ey, kann Mary bitte wieder die Vorstellung machen, weil sie macht das so richtig gut. Ja, was soll ich dazu sagen? Um nochmal auf Inhalte auf YouTube zurückzukommen. Aus meiner Sicht hat eben jeder YouTuber seine Daseinsberechtigung, wenn es Leute gibt, die gerne den Content anschauen. Und das ist auch das Einzige, was zählt. Ich habe auch zum Beispiel gesehen, dass Igor schon häufiger gegen Monty gebasht hat. Vielen gefällt vielleicht der Videostil von Monty nicht. Mein persönlicher ist es nicht, die Videos anzuschauen, aber wenn es viele Leute gibt, die das gerne sehen, warum soll er sein Content ändern? Er hat seine Daseinsberechtigung, weil Leute den Inhalt gerne schauen. Und so ist es bei mir, so ist es bei Igor. Jeder soll einfach sein Ding machen, was er gerne möchte. Und solange man keinem schadet mit dem, was man tut, wo ist eigentlich das Problem? Und um das jetzt am Schluss nochmal ganz ausdrücklich zu sagen, lass sowas einfach bleiben. Ich meine, solche Videos hier, das ist einfach Kindergarten. Das ist einfach kindisches Verhalten, genauso wie diese Kommentare, die einfach unnötig sind. Mach deine Videos. Es juckt mich ja nicht, was du für Videos machst. Ich weiß nicht, warum du dich so viel mit mir beschäftigst, was da dein Problem ist. Lass es einfach bleiben, dann müssen wir so kindische Sachen in Zukunft nicht mehr ertragen und vor allem YouTube nicht mehr mit so einem Datenmüll füllen. Jo, so. Bedanke mich fürs Zuschauen.